Wie lange bist du schon selbst vegan? Also ich bin jetzt, also vegan bin ich selber noch nicht ganz, aber Vegetarier schon über 5 Jahre. Ja, bei mir war das eigentlich so, ich habe selber sehr viel Leid und Elend mitgemacht in meinem Leben, bin im Kinderheim aufgewachsen und habe später dann auch ein paar Jahre staatliche Sanierung genießen dürfen. Okay. Und habe natürlich so nicht gerade die Sunny Sides of Life mitgemacht, sondern eher so die Dark Side, ja. Das Schlechte, viel Leid, viel Schmerz, viel Elend. Und da fing schon relativ früh so mein Gefühl halt an für andere Kreaturen, wie die sich fühlen müssen, wenn die gar keine Lobby haben, halt Tiere. Und nach meiner Karriere als MMA-Kämpfer und Profiboxer habe ich mich halt total für die Tiere eingesetzt und auch meine Kontakte, die ich zum Fernsehen hatte, dazu genutzt, um diese Sachen natürlich auch telegen darstellen zu können. Hör mal, ihr bekommt hier jedes Jahr Millionen von Euros als Subvention aus Brüssel, damit ihr den Tierschutz fördern könnt und sollt. Wo bleibt das Geld? Woher kommt diese Verbindung von Tattoos? Und es gibt ja viele auch vegane Tattoo-Models. Wie siehst du da die Verbindung? Woher kommt das? Jeder Mensch, der viel tätowiert ist oder tätowiert ist, der trägt seine Seele auf der Haut. Ja? Und steht eigentlich auch dazu. Das muss man eigentlich auch. Und ich finde das gut, dass wir zum Beispiel gesellschaftlich immer mehr Akzeptanz haben. Das war ja früher verpönt. Entweder war ein Seemann, der wurde diskriminiert, ein Krimineller oder ein Asozialer. Ja? Und das ist heute eben nicht mehr so. Wir haben mittlerweile 10-15% der Gesamtbevölkerung in der BRD ist tätowiert. Die gesamte Population der Tätowierten wird ja immer mehr. Ja? Das ist eine richtige Revolution. Und ich finde das eigentlich gut, dass diese billigen und manchmal schon unter die Gürtellinie gehenden Ressortiments einfach aufhören, ja, und dass man wirklich hingeht und sagt, hör mal, das sind tolle Kunstwerke, die Menschen da einfach auf ihrem Körper haben und einfach tragen, und das soll eigentlich auch so sein, und ich glaube, in den nächsten Jahren wird dieser Rahmen dafür noch viel größer. Ich glaube, diese ganze Tattoo-Szene, auch Piercing-Szene, die wird sich immer mehr etablieren und immer mehr expandieren.